Hallo zusammen, mein Name ist Hildegund. Ich habe sehr, sehr lange schon in meinem Leben unter Depressionen, Angstzuständen, Panikattacken gelitten, insbesondere in der letzten Zeit, weil ich mich immer sehr, sehr, sehr überfordert hatte. Noch dazu kamen Beziehungsprobleme, dann die jetzige Zeit und es wurde immer schlimmer, bis zur totalen körperlichen Erschöpfung. Man hat mir dann Instant Change empfohlen und ich bin gestartet. Betreut hat mich die Pia Zimmermeier. Ich fand die Behandlung sehr gut. Ich habe das Seminar mitgemacht. Ja, hat mich voll angesprochen, habe mir das mal in Ruhe angeguckt und wollte dann das auch sofort machen. Es hat mit mir ganz, ganz viel gemacht. Also es ist unwahrscheinlich viel aufgegangen, losgebrochen. Ganz viele Auf und Abs. Sämtliche, ja, wie soll ich sagen, Schichten fangen an, sich zu lösen. Das war sehr, sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr, ja, auch schlimm teilweise, ganz viele Auf und Abs. Aber es ist was losgebrochen und ich merke das auch. Ich finde zwar den Zeitraum sehr, sehr kurz, um jetzt abschließende Beurteilung zu machen, aber ich glaube, es tut sich was. Was aber auch, finde ich, ganz, ganz wichtig ist, ist der eigene Wille, der zählt. Man muss wirklich wollen und man muss auch ganz viel Eigenarbeit leisten. Instant Change macht nicht alles. Und was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Betreuung. Ich habe eine wunderbare Betreuung durch die Pia Zimmermeier bekommen, die mit mir dann noch im Einzelnen die Sachen durchgegangen ist und mich wunderbar unterstützt hat. Vielen, vielen Dank nochmal, liebe Pia. Instant Change ist für mich eine Sache, die man auf jeden Fall angehen kann. Aber wie gesagt, der eigene Wille muss schon da sein, auch was verändern zu wollen, um dann auch weiterzukommen und Stückchen für Stückchen mit Geduld sein Leben zu verändern und in die positive Richtung zu drehen. Aber ich, ja, grundsätzlich kann ich es weiterempfehlen. Aber man hat jetzt nicht einfach nur den Erfolg, wo, ja, nur weil man jetzt diese Glaubenssätze, ich sag mal, eingegeben bekommt, sondern man muss sie auch immer wieder üben und ja, sich selbst reflektieren und immer gucken, was kann ich dafür tun. Das ist das Allerwichtigste, nämlich der Wille. Aber den habe ich und ich lasse mich auch nicht unterkriegen und gucke, wie es weitergeht. Dankeschön.